So, hallöchen und willkommen zurück bei Assassin's Creed Unity. Beim letzten Mal mit unserer kleinen Rätsellöserei, ne, war ich schon auf dem richtigen Weg. Es war tatsächlich die Kuppel da oben, die werden wir uns jetzt auch gleich mal angucken. Ich meine, ich hatte schon den richtigen Verdacht, aber mal auf die Idee zu kommen, auf die Kuppel zu schauen, anstatt unter sie, hatte ich nicht. Und wenn wir das Rätsel gelöst haben, da steht's auch schon, dann werden wir mal im Café Theater ein bisschen rumgucken. Das ist nur die Frage, wo hätten wir hier noch was? Das ist wahrscheinlich der Wetterhahn. Ah ja. Erinnerung abgeschlossen, wir haben ein Fragment gefunden und dann würde ich mal sagen, fortfahren. So, und jetzt kümmern wir uns mal um unser Café Theatre. Schließlich müssen wir hier einen gewissen Gewinn erwirtschaften. Oh, hier ist schon ein bisschen was los, ne? Alle Bürger dürfen jetzt jedes Handwerk ausüben, das ihrer Begabung und ihren Wünschen entspricht, sofern sie die entsprechende Lizenz erworben haben und sich an die Ausführungsregeln des betreffenden Handwerks halten. Finde ich gut, aber warum ist da kein Untertitel? Nee, egal. Alphonse Taverne gibt stolz bekannt, dass... Schauen wir mal. Auto da fe. Schwierigkeit kriegen wir, glaube ich, hin. Die Herbertisten, Entschuldigung, verbrennen seltene religiöse Manuskripte, von denen einige Assassinengeheimnisse enthalten. Sie müssen vor der Zerstörung gerettet werden. Ein paar royalistische Fanatiker, genannt Les Actes des Apôtres, sind dabei, Bücher zu verbrennen. Viele seltene Manuskripte sind in Gefahr. Trifft meinen Kontakt am Place Dauphine und rettet, was ihr könnt. Wir werden ihnen hier ein schönes Heim bieten. Finde ich gut. Soll mit dem Kontakt reden? Dann machen wir das ganz geschwind. Ja, ist ja zum Glück überhaupt nicht weit weg. Jetzt pass mal auf, kann ich da vielleicht eine Schnellreise hin machen? Weil da sind wir ja 20 Jahre unterwegs. Schnellreise! Ja, Schnellreise ist diesem Ort. So, da wären wir wieder und wir sollen mit dem Kontakt reden. Das machen wir gleich. Er ist immer noch 200 Meter weg. Also was? Also geht's nicht mehr. Da arbeiten wir uns jetzt mal schnell vor. Wir haben ja Zeit. In diesem Gebiet gibt es schon wieder Alarmglocken. Ah, nur lass mal einfach los. Nein, einfach loslassen, nicht mehr festhalten. Kann er nicht, hat er zu viel Schiss. Also ich würde es natürlich einfach machen. Ich hätte aber kein Problem. Ist klar, ne? So, was ist denn das schon wieder für ein Symbol? Guck ich mir mal ganz schnell an. Belle Epoque Training. Ach, das ist so ein Serverriss, glaube ich. Den tun wir uns aber ein andermal an. Wir sind gerade auf einer Mission. Und ich bin mal gespannt, ob wir was von den Assassinengeheimnissen mitbekommen, die da drin stehen. In diesen religiösen Manuskripten. Aber das werden wir gleich rausfinden. Hoffe ich zumindest. Alter, was ist denn hier los? Sieht's fast so aus wie ein GTA, wenn ich durch die Stadt gewütet habe. Oder gewütet bin. Da ist die gute Frau. Gut, dass ihr hier seid. Sie haben den Großteil von Monsieur Duchamps Bibliothek verbrannt. Bitte, rettet, was ihr könnt. Machen wir natürlich gerne. Und da haben wir jetzt drei Ziele. Ich weiß nicht, ob wir begrenzt Zeit haben. Ich werde mal dahin eilen. Ah ja. Guten Tag, der Herr. So. Der hat es nicht wirklich überrissen. Finde ich gut. Darf ich mal? Zurück oder ich schlage euch bewusstlos. Das versuchst du nur einmal, danach nie wieder, mein Freund. So, ich tauche mal kurz in der Menge unter. Wollt ihr kämpfen? Alter, was steht hier alles rum? Na, aus der Menge heraus klauen wir die Manuskripte, dann bekommt niemand etwas mit.
attendu. Verdammt, Hanna! Du kannst hier nicht einfach tun, wie es dir beliebt! Interaktion während eines Kampfes nicht möglich. Ich muss mit dir reden! Ich mit dir aber nicht. Das ist ja das Schöne an der Sache. Ich sehe nichts mehr. Genauso macht man es. Das ist total unauffällig. Pass mal auf, was ist denn, wenn ich in der Menge eine Dingsbombe schmeiß? Eine Kirschbombe. Einfach mal so mitten in die Menge. Da kommen die Leute Panik und es geht der Punk ab. Ui. Blocken wir hier mal und kämpfen uns einfach den Weg frei. Das klingt gar nicht gut. Nein, das ist wirklich nicht gut. Ich hatte eigentlich gehofft, das etwas subtiler lösen zu können. Immerhin gut, wenn es nicht hilft. Holen wir uns ganz schnell die Manuskripte, bevor andere Patrioten hier auftauchen. Gebiet verlassen. Halt, da ist noch eine Truhe. Wo ist die Truhe? Ach, die ist da im Gebäude drin, oder? Ja, gut, dann... Dann hauen wir jetzt erstmal ab und bringen Peter die Manuskripte ins Café zurück. Was? Du kommst sofort her! Dieb! Hilf mir jemand! Moment! Peter ist ein Dieb! Ich hab ein Dieb! Ja, ja, ich schnapp ihn mir. Ich schnapp ihn mir, Mademoiselle! Den krieg ich! Komm hier rüber! Ja, wir haben uns mal hingelegt, das ist ganz normal. Zahnexplosion. Komm, wollen wir uns auch mal hinlegen? Ich küsse ja so gern, vor allem mit Gesicht. Na du? So. Nach der kleinen Kuschelaktion gehen wir jetzt erstmal zurück zum Café Theatre. In welche Richtung waren das gleich nochmal? Ich habe keine Ahnung. Ich gehe einfach mal hier lang. Entschuldigung. Verzeihung. So. Mission ist beendet. Wir fahren fort. Und ich begebe mich trotzdem mal zurück zum Café Theater, wenn ich es denn finden täte. Stimmt, wir haben eine Schnellreise gemacht. Dann mache ich jetzt hier einfach nochmal eine Schnellreise. Ja. So, da wären wir jetzt schon wieder. Ich muss mich mal kurz orientieren. Ich springe erstmal runter. Das ist ein guter Anfang. Ich springe erstmal runter. Dann hätten wir da vorne das Café Theater. Und dann begeben wir uns dort mal hin und schauen, was wir dort tun können. Ist natürlich super, wenn man immer so viel laufen muss in dem Spiel. Das finde ich persönlich... Ja gut, einerseits hat es schon was Doofes, auf der anderen Seite, das gehört ja irgendwie dazu. Und auf den Straßen ist ja auch wirklich Leben vorhanden. Nicht so wie im ersten Assassin's Creed, wo man mal zwei Menschen begegnet und dann sind es ausgerechnet Gegner. Oh, den Boten töten, ohne entdeckt zu werden. Moment. Den Boten. Welcher ist der Bote? Er ist der Bote. Nee. Pass mal auf, den kriege ich so bestimmt, oder? Ohne entdeckt zu werden. Das schaffen wir eigentlich bloß mit der Phantomklinge. Mist. Weißt du was? Wir folgen denen jetzt einfach mal ganz unauffällig. Wir haben ja eh noch ein bisschen Zeit. Dann machen wir das mal. Aber am besten über die Dächer. Ist nur die Frage, wo der Typ hinrennt. Weg, 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 weg. Massenereignis beendet. Na also, so macht man das. Wobei ich sagen muss, wir haben ziemlich wenig Armbrustbolzen. Ich hoffe, dass sich das noch verändern lässt. Müssen wir uns ein bisschen Ausrüstung dazu kaufen. Und da ist ein V auf der Mappe. Ach,
das ist die Kutsche. Da können wir nach Versailles zurückkehren. Das werden wir uns auch mal anschauen. Aber nicht in der heutigen Folge. Wir werden erstmal mit der edlen Dame dort reden. Mir sind Bücher in der Bibliothek lieber als auf dem Scheiterhaufen. So, so. Schwierigkeitsstufe 2. Ein Assassinenkontakt hat berichtet, dass die Informantin Colette womöglich enttarnt wurde. Arno muss herausfinden, ob das der Fall ist. Falls sie tatsächlich in Gefahr ist, muss er sie in Sicherheit bringen. Was hätte man denn eigentlich noch? Jetzt pass mal auf 5 Minuten brauchen wir jetzt eigentlich keine Mission mehr anfangen. Das lohnt sich nicht. Wir könnten eigentlich mal in den Trainingsraum gehen. Ich glaube, das tut uns ganz gut, wenn wir hier ein bisschen trainieren. Verzeihung, Herrschaften, darf ich mal? Dann tun wir uns einfach mal ein bisschen Training an. Zumal wir ja eh gesehen haben, was gegen stärkere Gegner dann der Fall ist in einem Kampf. Auf ein Gefecht? Ei! So, Schmetterschlag. Schmetterschläge werden ihre Gegner für einige Sekunden betäuben. Um sie auszuführen, müssen sie im Kampf A gedrückt halten. Was haben wir denn da? Schwere Waffen. Schwere Waffen richten bei Gegnern mehr Schaden an. Greifen sie im Kampf mit X an. Was? Ich werde aber nicht mit schweren Waffen kämpfen, habe ich nicht vor, weil die Dinger gefallen mir einfach nicht. Und die sind einfach viel zu langsam. Stangenwaffen. Das wäre was. Weißt du was? Wir trainieren jetzt mal Stangenwaffen. Ja. Nach dir. Ich opfere dich, Made. Zum Angreifen X drücken. Das heißt, wir machen den Angriff. Wir machen den ersten Schritt, oder? Na gut. Los geht's. Eine exzellente Vorstellung. Ja, ich glaube, es ist 4 Länder. 3 Treffer landen. Mehr sollte man nicht machen. Na komm her. Zeig ich euch, wie man das in Russland macht. Und blocken. Das Blocken hat nicht so funktioniert. Na gut, habe ich nicht aufgepasst. Aua, hinter dir, Arno. Na komm schon. Nicht die Deckung vernachlässigen, mein Freund. Das ist deutlich. Okay, Stangenwaffen sind cool. Alle Gegner mit einer Stangenwaffe töten. Hey, jetzt wird's interessant. Es werden immer mehr Gegner mit der Zeit. Dann hauen wir mal ordentlich auf die Kacke. Ja, kommt schon her, ich nehm's mit euch allen gleichzeitig auf. Das ist kein Problem. Tja, deine Kollegen sind tot. Komm schon. Na komm, ist das schon alles, was du drauf hast? Und jetzt in den Hintern. Okay, das war's. Herz macht nix. Kriege ich noch mehr Gegner, das wäre cool. Trainier weiter und niemand wird dich stoppen. Was lernen wir daraus? Ich muss dringend, ja, Erinnerung ist abgeschlossen, ich muss dringend eine Stangenwaffe finden in dem Spiel. Mal schauen, was wir hier noch an Trainingseinheiten durchziehen können. Stangenwaffen haben wir absolviert. Fernwaffen. Erwerben Sie die Fähigkeit Fernwaffen. Beschreibung: Mit Hilfe von Fernwaffen können Sie entfernte Gegner treffen. Drücken Sie LB, bla 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 bla. Schnelles Rutschen, Luftattentat, Doppelattentat. Also hier können wir sämtliche Fähigkeiten trainieren, die wir schon erlernt haben. Stangenwaffen fand ich cool. Müssen wir unbedingt dann mal im richtigen Kampf ausprobieren. Schmetterschlag. Weißt du was? Den Schmetterschlag, den tun wir uns jetzt auch an. So viel Zeit muss sein. Dann fangen wir an. Für den Schmetterschlag A gedrückt halten. Ah ja, sehr schön. Ja! Und raus auf den Balkon. Exzellent. Lass dich nicht erwähnen. Oh, schade, ich wollte ihn gerade grillen. Mit dem Schwert natürlich, ist klar.
So, kämpft ihr alle gleichzeitig gegen mich? Finde ich klasse. Der ist down. Also nicht wirklich. Au, verdammt. Hätte ich aufpassen müssen. Und nach dem Kontern einen Schmetterschlag. Na komm, steh wieder auf. Ja, und gleich wieder hinlegen. Eine exzellente Vorstellung. Ich weiß nicht, wer die Sauerei immer sauber macht, aber gut. Trainier weiter und niemand wird dich stoppen. War's das schon mit dem Schmetterschlag? Tatsache. Erinnerung abgeschlossen. Der Wahnsinn. Eieieiei, also so viele Ladebildschirme, wie wir hier schon wieder haben, ist ja schrecklich. Ich werde jetzt erstmal die Aufnahme hier pausieren. Das war es nämlich vorerst mit dieser Folge. In der nächsten Folge kümmern wir uns dann um die nächste Mission im Café Theater und schauen mal, dass wir das hier ein bisschen ausbauen können. Und bis dahin sage ich erstmal Tschüss und viel Spaß bei den anderen Videos.